Alter, Mr. Varus vor der Cheetah, ey. Cheetah! Ey, ist wirklich der Cheetah, ist wie Stempel. So, also, nee. Aber Cheaten ist ja nicht schlimm, ich cheat ja auch gerne. Ja. Ehrlich gesagt, muss ich dir zugeben, dass ich gerne Cheaten tue, ja. Ja. Wie sagt man so schön, Cheaten macht Spaß. Macht ja auch Spaß. Ja. Bin da kein. Wie sagt man, oder wie hieß das? Speedrun-YouTuber, der alles ohne Cheat spielt, ich kenne ihn mehr nicht drauf. Jetzt warte, ich kann jetzt das Play das Plays und Scheiße reden, ja. Das anders kann ich ja nicht. Let's Play das Plays und Scheiße reden. Ah, nee. Ah, ich sag's immer so. Scheiße reden ist gesund. Ja, aber wenn man sich da ein bisschen auslassen tut. Ja. Na, gut Kicker. Wisst ihr, wo ich gerne jetzt wäre? Im Jahre 2009 bis 2011. Das war nicht die schönste Zeit in meinem Leben. Ja, das war die geilste Zeit. Ich sag's mal so. Wenn es irgendwann sein soll, dass ich ins Heim komme, dann denke ich wahrscheinlich viel anders darüber, aber ja. Ja, ich rechne mit jedem Tag, dass ich ins Heim komme. Mein Bruder mit deinem Betreuen tut er mit einer Schwester, der kommt, ist denn die Hölle los? Ja. Ja, dann ist die Hölle los, ja. Die haben mir bestimmt keinen Bock mehr aufzupassen, dass ich ein bisschen Stress mache. Ja. Wisst ihr dann, wo ich ins Heim komme? Wisst ihr das? Soll ich dir gerne mal sagen? Dann kommen wir in der Darmstadt. Ich sag nicht, was ich jetzt für eine Einschränkung habe, weil die meisten glauben mir sowieso nicht, also. Es gibt in Darmstadt eine Hauptzentrale einer bestimmten Organisation, die auf meine Krankheit aufgebaut ist und ja. Zu denen komme ich dann. Denke, will ich an der Langstein und der Halberstadt kommen, aber die sind ja schon voll. Da passen 12 Personen rein. Ja. In der Hauptzentrale passen ja die Hunderte rein. Ja. Nee, also wenn ich dann im Heim komme, sieht es anders aus. Hab mich in der Familie so schon noch gereizt. Ja. Familie nicht, in der Schwester genug gereizt, ja. Die sind schon sauer auf mich. Es recht an, ja, Floris Freundin ist sauer auf mich. Ja. Die will mir ein Gelaber ja nicht mehr hören, hat sie gesagt. Sehen sie daran, mich auf der 5 zu stecken. Wahrscheinlich wäre ich hier schon auf der Höllenstation. Ja. Frag mich, welcher Gott denn kommt, wenn ich mal fixiert werde. Ach, dann werden eine Sekte aufmachen. Also, wenn ich nochmal hier schon anerkennt werde, in meine eigene Sekte auf, dann nenne ich mich den Animal für Publix. Dann mache ich mir meine eigene Sekte auf, das weiß ich ja so.
Dann muss es, dann ist es soweit. Und dann ist nicht Satan der Böse, sondern ja, wo ist der Böse? Ja, Menemena-Sekte. Ja, dann ist nicht Satan böse, sondern ja, wo ist böse? Ja. So sieht's aus. Denn es ist nicht Satan-Botschaft, sondern die Abo ist Botschaft. Im Samba schämt dich, Abo. Hab mir so schon einen ganz, ganz bösen Namen für die Abo ausgedacht, wie mir die in der Vorstellung heißt. Den sag ich lieber nicht, sonst. Gibt's da noch Ärger. Ich sag's mal so: Mein Begriff für die Abo hat mit der frühen Geschichte zu tun. Und ich meine nicht mit der alten Römerzeiten, ich meine. Ja, wir schon welche Zeiten. Die ganz boshaften Zeiten. Die extrem, die bösen Zeiten. Da, wo ein böser Mann mit Binnibart regiert hat, die Zeiten meine ich ja. Nichts damit, Avo Spaß. Ja, das ist wirklich so, wenn man von ihr, also wenn man ihr schon fixiert werden sollte. Dann mache ich eine eigene Sekte auf, also dann ist so weit. Der wahrscheinlich noch krasser drauf als sonst. Wahrscheinlich vielleicht schon richtig die Unternehmen auf Anhimmeln anbeten. Könnte auch sein, dass wahrscheinlich die Freundschaft mit denen mit die Zeugen kaputt mache, aber. Das könnte sein, dass denn die Freundschaft mit den Zeugen kaputt mache, aber. Das war ja auch ein Schicksalsschlag für mich, jemand fixiert zu werden und dennoch gegen den mit Gewalt, also. Naja. Dann mit der weit anerkettet zu werden. Die Flair sich auf den Haufen stürzen bei dir. Ja, ist nicht gut. Und die Flair sich mitten auf den Haufen mit dir stürzen. Wegen der Springe fixiert werden sollte, ist es ja höchstens gegen Eigengefährdung. Aber gegen Eigengefährdung habe ich hier auch nichts. Mit dessen Anketten tun. Die Rische haben sie ja bloß fixiert, weil ich dachte, ich tue jemand was an, was da nicht gestimmt hat. Ja. Was überhaupt nicht Tatsache war. Ja, in der Salos sind sie alle gelassener. Jetzt sind sie auch alle entspannter. Ja, da sind sie alle entspannter, ja. Und dann nicht so eine dreisten Kratzbürsten, die nur Leute anbrüllen tun. Außerdem, wenn der Wilke wüsste, dass die Flieger hier in seiner Schutz zum Scheiße wollen, dann hätte sie so eine Ansage bekommen. Kann er immer sagen, was die Ärzte in Irisho gesagt hat, die Binder. Hab's du gesagt, das ist doch die Wahrheit. Die Ergotherapeutin hat geschrieben, sie soll die Fresse halten. Bin jetzt zum Arzt hingegangen. Wie sie gesagt hat, Pech gehabt. Kann man sehen, was für eine Kratzbürsten sind. Ey, die hat sie mir halt die Fresse gesagt. Und die Ärztin hat sie Pech gehabt, hat sie so gesagt. Als sie neben die anlegen sollen. Kann man sehen, was die Abo für eine Kratzbürsten sind, ja. Sie kein bisschen Freundlichkeit in den Leben, ihre Bezugnisse haben. Ich sag's mal so. Wenn Anja auf der Acht arbeitet und da mein Bruder mich betreuen soll, bis er dich ja mache, ich mein's ernsthaft, dann versuche ich mit allen Mitteln, dass ich ins Heim komme. Auch wenn ich mit suizidalen Maßnahmen durchkomme, aber nee. Ich will keinen Betreuer haben, der in der AWO arbeitet, also das wird das Schlimmste mir passieren kann. Da würde man sich nur beschimpfen, da würde man wahrscheinlich noch richtig prügeln, wenn man so scheinbar die dann. Wahrscheinlich gibt mir seine Anionen-Nackenschelle jeden Tag, wenn ich nicht höre.
muss nicht sein. Wenn jetzt reinkommt, würde man wenig keine Fehler machen, ja. Aber ich kann keinen als Betreuer einstellen, der so doof ist. Der nur für sein Geld arbeitet und nicht für die Würde der Patientschaft, also. Nee. Stimmt, die ganze AWO, seine geldverliebten Säcke, die einfach nur sagen, ich brauche mein Geld. Können wir neue Sachen kaufen und die scheiß Patienten können wir mal. Ja. Nee, also. Wenn ich wüsste, dass mir die auf der Achterarbeit mit meinem Bruder mit dann betreuen, das wird sowieso nicht passieren. Die Verbrüder und so schon versaut, also da brauche ich keine Angst haben. Der wird das mal nicht gut, der will ansprechen zu sein. Die Bruderschaft habe ich sowieso schon im Sand gesetzt, also da brauche ich keine Angst haben. Aber jetzt erstmal so. Wenn ich ins Heim kommen würde, ich würde keine Fehler machen. Ich würde den Betreuer kennen, also der wahrscheinlich streng zu mir ist, aber der mir nicht einfach so anschreien würde, ja. Ja. Wisst ihr, wo ich gerne wäre, wenn ich in der Zukunft wäre? Das mit dem Bösen. Ich würde gerne auch Schatz und Ziel verbringen, im Frauenknast. Da können die wenigstens nicht falsch machen, statt ein C, ja. Ja. Nee, also mir in der Bruderschaft hat schon im Sand gesetzt, das wüsste ich jetzt schon. Das ist auch schon vorbei. Ihn habe ich viel zu viel reizt. Weiß, es ist meine Schuld, aber. Ich weiß, es ist meine Schuld, aber. Ja, ich hab ihn zu doll gereizt, ja. Ich hab ihn zu doll gereizt und so sieht's aus, und deshalb ist er nicht mehr gut, um mich anzusprechen. Ja. Das ist aber doch wahrscheinlich unseren Gedanken gesagt, er will mehr, wenn nichts von mir wissen. Er ist sauer auf mich jetzt, ja. Ja. Ich ja, wenn ich so Abo, Leute, das könnt ihr gleich vergessen. Ja. Nee, scheiß Abo. Das Psycho-Andreas-Gruppe braucht man nicht. Psycho-Andreas-Gruppe. Halt, stopp, jetzt rede ich! Ist das mal so. Psycho-Andreas, es ging da auch wohl noch ein Engel. Ja. Auf alle Fälle. Die AWO schreit um mir herum, die Bohren auf fast jeden voll. Vielleicht mir halt die Fresse, aber der halt den Mund! Oder so. So, halt den Mund! Hörst du auf! So brüllen sie rum. Das stimmt wohl, das sagen sie nicht, aber die brüllen gerne die normalen Verbote an. So, halt deinen Mund! Hörst du auf! Jetzt ist Schluss! Sonst lernst du uns kennen! So weit brüllen die immer rum. Ja. Und die auch Säcke. So eine Verbrecherschubis kann man. Verbrecher sind nicht Entschuldigung, aber. So eine. Geldverliebten kann man nichts sagen, ja. Nee, Verbrecher sind das nicht. Nazis waren Verbrecher, ja. AWO ist das Geld verknallt. Ja. AWO ist das Geld verknallt. Die wollen nichts anderes außer Geld. Ja. Ich sag immer, ich gehe allein, dass sie Verbrecher sind, aber. Liegt ja auch daran, weil ich jetzt ein bisschen Stress in der Birne habe, ja. Ja. Ich habe ein wenig Stress. Ja. Ich habe ein wenig Stress zur Zeit.
mit dem Bruder, mit ihrer Schwester, mit Anja. Der hat ein bisschen Stress. Ja. 97, 80. Ist das geil. Wow, plus 8. Süß. So, das war's denn. Sehen wir uns andermal wieder.